Moin und willkommen zurück zur Assetto Corsa Karriere. Und ja, beim letzten Mal hatten wir ja die Novizenserie Numero Uno abgeschlossen. Und jetzt geht es ja offensichtlicherweise mit der zweiten weiter. Los geht's. Gut gemacht mit dem Freischalten der Novizenserie 2. Du hast in der was? Moment, ich muss erstmal den Satz lesen. Also, du hast dich in der ersten Serie gut geschlagen. Also, es ist jetzt Zeit, fortzuschreiten und ein paar vernünftige Heckantrieb-Autos zu fahren. BMW produziert einige der feinsten Sportwagen, die nicht nur schnell sind und aufregend, sondern auch helfen, also dir dabei helfen, deine Fahrtechnik zu verbessern, indem sie einfach im Grenzbereich zu fahren sind. Gewinne 2 Bronze- und 1 Silbermedaille, um erfolgreich diese Serie zu komplettieren. Wie auch immer. Successfully hat einen Tippfehler. Das wird mit 2L geschrieben. Sorry, ist mir gerade aufgefallen. Ich glaube, das spielt jetzt keine so große Rolle, aber es ist mir halt aufgefallen. Wie auch immer. Da schauen wir uns doch mal an, was es hier so gibt. Ja, es sieht sehr nach BMW aus. Ja, alles BMW. Okay, dann am Anfang wieder eine Time Attack auf dem Nürburgring Sprint mit dem BMW Z4, okay? Training mit dem BMW Z4 auf dem Nürburgring Grand Prix Kurs. Kurz. Okay. Du hast gerade die BMW-Welt betreten. Und du hast die Chance, gegen einige der ikonischsten Autos der Marke zu fahren. Oder zu ein Rennen zu fahren. Machen wir ein wenig Training in der Heimat von deutschen Autos, dem Nürburgring, um die BMW-Herausforderungen zu betreten, musst du mindestens 1200 Punkte im folgenden Zeitrennen kriegen. Bist du bereit? Ja, nachdem ich das jetzt endlich übersetzt habe, bin ich bereit. Puh, das war ganz schön anstrengend für heute. Ich glaube, das war's. Nee, geht's los. Und dann stelle ich mal wieder um. Jetzt sieht man wieder diese schicke Rennflagge hier. Und ich stelle jetzt um auf Spielaufnahme. Und dann dürfte jetzt gleich, wenn es fertig geladen ist, auch das Spiel auftauchen. Wird halt gerade geladen, ne? Und jetzt ist es da. Jetzt kann es losgehen. Einen Moment, ich setze mich hin. Also so, dass ich auch fahren kann. Ah, der Stuhl knarzt, das ist ja furchtbar. Moment. Ich glaube, jetzt knarzt er weniger. Jetzt quietscht er stattdessen. Naja, los geht's. Fahren wir einfach mal los. Den Nürburgring kenne ich ja so ein bisschen. Okay. Ich finde, die erste Kurve ist die schwierigste. Okay, das Lenkrad ist so, wie es sein sollte. Ich war mir gerade unsicher, ob es vielleicht zu leicht wäre, aber ich glaube, es ist so richtig. Das Yokohama S. Aha. Wusste ich auch noch nicht. Die Mercedes Arena. Okay, das wusste ich. Dass die so heißt. Weil man hier direkt da dran diese Tribüne hat wahrscheinlich, nehme ich an, diese mit dem Mercedes-Benz-Logo drauf, ja, da auf der linken Seite. Könnte sein. Weiß ich nicht. Wenn man dann Klicken hört, ich meine, oder? Beim Schalten hört man Klicken, oder? Ja, das Klicken, was man da hört, das kommt vom Auto, nicht von mir. Mein Lenkrad klickt.
Nahezu überhaupt nicht. Aber anscheinend hat das Original-Auto-Schaltwippen die Klicken. Ja. Wenn ich doch nur nicht so viel rutschen würde, ne? Dann wären wir vielleicht sogar schneller. Ah, interessant. Ist sogar diese motorradfreundliche Kurve an dieser Stelle. Ich glaube zumindest, dass hier ein Motorradrennen bevorzugt genutzt wird. Und natürlich auch beim 24-Stunden-Rennen, VLN und sowas. Wenn es dann halt hoch zur Nordschleife geht. Dann kürzt man an dieser Stelle auch so ein bisschen ab. Ich finde die Kurve so verdammt schwierig einzuschätzen. Wie dieser Autobahneffekt, wenn man da von der Autobahn abfährt, man ist gewohnt die ganze Zeit mit jenseits der 100 unterwegs zu sein. Und dann kommt so eine ganz fiese Abfahrt mit so einer engen Kurve und wo man erstmal runterbremsen muss. Und dann muss man halt die richtige Geschwindigkeit finden. Für auf einmal so eine enge Kurve, die ganz plötzlich, naja, man entscheidet sich ja abzufahren, aber die dann trotzdem irgendwie doch plötzlich kommt. Naja. So, also die Bronzemedaille haben wir schon. Aber das ist natürlich nicht genug. So, ich bin mal gespannt, wie lange wir hier überleben. Ich glaube, langsam habe ich mich so ein bisschen eingefahren. Oh, da war ich im Begrenzer, habe ich gar nicht gemerkt. Hoppla. Sorry. So, und wieder ein Checkpoint und das ist kein Problem, den zu kriegen. So, alles gut. Nur vergessen zu schalten, wie man gerade wieder hätte sehen können. Oder sehen konnte. Ohne Quietschen komme ich da irgendwie nicht rum, habe ich das Gefühl. Vielleicht liegt es auch daran, dass Straßenautos dafür gemacht sind, an solchen Kurven zu quietschen. Wer weiß. Ich meine, die sind ja nicht so für den Grenzbereich gebaut worden. Sollen ja auch gemütlich sein und Spaß machen und so. Und es gibt ja Leute, die haben Spaß an quietschenden Reifen. Kann man nicht ausschließen, ne? So. Bah. Eieiei, das kostet so viel Zeit. Die läuft uns dann irgendwann weg. Dann haben wir ein Problem. Ne? Warum haben wir überhaupt, ich kann mich gar nicht daran erinnern, hier die Strafpunkte zu bekommen zu haben. Komisch. Die Fallmeter ist auf. Da war ich wohl etwas unaufmerksam. Vier, drei, zwei, eins. Okay, weiter geht's. Ich hoffe, das war nicht zu spät. Ich hoffe, das war nicht zu spät. Nee, das war nicht zu spät. Okay. Ich war gerade etwas unsicher. Man muss ja so vorsichtig bremsen. Man darf ja nicht einfach drauflatschen. Dann blockieren die Räder ja auch. Deswegen ist es ja immer schwierig, das so richtig zu dosieren.
dass man da trotzdem noch vernünftig stehen bleibt. Und wenn man dann aus Panik einfach drauflatscht, weil man so meint, oh, ich muss unbedingt stehen bleiben. Ah, verdammt, das war nix. Ich glaube, das war's dann sogar. Dann, ja. Ich nehme mal an, mit diesem Drift habe ich mir die Chance verwirkt, hier nochmal ein Stück weiterzukommen. Oder? Ja, habe ich. Alles klar, das war sehr knapp. Aber ich hoffe mal, dass die Punktzahl reicht. Wenn nicht, dann müssen wir halt nochmal ran, ne? So, ich schalte mal gerade um. Tada. So. Das Menü lädt ja bedeutend schneller. So, 1,48 war die Bestzeit. Ich glaube, das war nicht so besonders, aber gut. Kann man mit leben, denke ich mal. Und es hat zur Goldmedaille gereicht. Okay, alles gut. Das heißt, wir können weitermachen mit dem nächsten. Und zwar einem Rennen mit dem Z4. Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine Wahl der Qual. Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal.